FIFA 16. Und damit endlich herzlich willkommen zu FIFA 16. Nicht mehr der Demo, sondern dem Spiel. Und wir schauen uns aber erst den Trailer an. Ja, wir schauen uns den Trailer an. The wait is finally over. The world's most captivating sport returns for another year of drama, intrigue, beauty and suspense. Football is back. FIFA 16. Hey. Ja, und wir starten in die Karriere rein zuerst. Wir werden die ersten, ich glaube, wir spielen zwei Saisonen mit den Bayern und danach spielen wir mit der Hertha aus der Berlin. Die momentan ja auf dem fünften Platz sind, was gar nicht so schlecht ist. Ja, aber wäre schön, wenn es jetzt endlich mal losgeht. Ja. Hallo? Jetzt werd mal fertig, Alter. Hallo? Na, geht doch. Nee, das will ich nicht spielen. Freunde. Hallo? 3 Stunden später, bis die Dinge angezeigt werden? Okay, jetzt. Ja. So, ja, ich muss noch erst installieren, deswegen machen wir auch das Kamera. Jetzt sehen wir das erste Mal. Warte kurz. Die Bayern hier. Jetzt sehen wir das erste Mal das Menü von FIFA 16. Hier. Ja. Ultimate Team, Anstoß, bla 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 bla. Und wir spielen Karriere. Ah. Irgendwie ist man nicht so ganz fit, wa? Einstieg in die Karriere. Wir machen eine Trainerkarriere mit den FC Bayern. Und wir spielen auf Profi-Weltklasse. Ja, wir machen mal Weltklasse. Ich hab Schiss, weil ich sonst nie also ich spiele sonst immer auf Profi. Aber wir starten jetzt mal rein, würde ich sagen, ja. Schon okay. Mannschaft wurden zurückgesetzt. Ja, scheiße, das habe ich gar nicht bemerkt. Okay, also, wir nehmen natürlich hier unseren altbeliebten Galatzer als Trainer. Galatzer. Wäre jetzt voll peinlich, wenn ich den Namen falsch schreibe. Okay, und LP als Nachnamen. Komm schon. Endlich hat die PlayStation mal aufgehört zu laden, Alter. Das war gerade echt, die war so laut. Deutschland, kommen wir her. Hemd und Schlips, Jogginganzug. Machen wir so ein bisschen locker und leicht. Marienblau, Grau, ja gut, dann bleiben wir bei mir. Marienblau, Mittel, Oliv,
Braun, schwarz, sehr hell, hell, eher hell, schmächtig, regulär, stämmig, naja, regulär machen wir mal. Okay, dann auf weitere. Hier sehen wir es. LP, der neue FC Bayern-Boss auf dem Prüfstand. Nachdem der Gerüchteküche tagelang gebrodelt hat, ist FC Bayern sich endlich mit LP einig geworden. Und ja, so schnell konnte ich nun wiederum nicht lesen. Spezialführer für Saisonvorbereitungsturnier. Ja, 30.06.2015. Ach, schön, ne? Schön. Hier bei den FC Bayern. Ja, Trainer, nein. Beim nächsten Mal werde ich es nämlich anders machen, dass man dann wenigstens erkennt, dass, also dass dann halt da steht Galatza, dann werde ich halt als Vornamen LP nehmen. Aber Glückwunsch. Na, ja, natürlich wollen wir an einem Pokalanteil nehmen. Einladungsturnier in Japan oder ist es Korea? Ich weiß es gar nicht. In Argentinien oder in der USA. Wir nehmen nicht USA. Hört sich zwar komisch an, aber nein. Wir nehmen nämlich den mit dem kleinsten, weil wir auf Weltklasse spielen und ich Angst habe, dass ich das erste Spiel verliere. Aber macht ja nichts, ich habe Zeit. Und wir werden noch ein Spiel heute spielen. Hier sehen wir alles. Hier unsere Aufstellung. Lewandowski, Costa, Müller und so weiter. Dann gehen wir aber erstmal in den Büro. In dem Büro. LP, uns ist bewusst. Trainerstand, ich lese mir sowas nicht gern durch. Trophäe, bla bla, Teilnahme bestätigt. Ja, ist okay. Pokalziel national. Wir haben Pokal gemacht. Dieser Wettbewerb ist lukrativ. Folgendes schaffen: Pokalsieg. Ja, nice. der Transfermarkt ist jetzt offen. Das ist schön. Assistenztrainer. Hallo Galatza. So möchtest du es haben. Nämlich mit Hallo Galatza. Verein Schuld, Schäfer, Dürfen. Okay. So geht noch weiter. Tobias Schulz, tut mir leid, aber in Deutschland gibt es scheinbar keine Spieler, die ihren Vorstellungen entsprechen. Aha, Tobias Schulz, FC Bayern Vorstand, Herr LP, ja, Führungsstärke, okay, sie hauptsächlich Liga-Saisonziel haben, Liga-Meister werden, das ist nicht so toll. Naja, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wen wir uns holen sollen. Und wir machen jetzt erstmal schnell die Aufstellung von denen, den wir noch hier haben. Ich will nicht so spielen, glaube ich. Oder will ich so spielen? Will ich so spielen? Will ich nicht so spielen? Warte, wir nehmen mal eine andere Aufstellung. Und zwar mit Bayern spiele ich immer gern 4-3-3. So nicht. 4-3-3 offensiv. Nee, auch nicht. Ah, das ist kein 4-3-3 mehr. 4-3-3 defensiv. Mit denen habe ich immer gern gespielt. Dann kann man nämlich Müller dahin. So, Müller ist recht. Ach, eine Mittelstürmer. Ach du Scheiße. Na, dann machen wir. Mann, Alter, das ist voll schwer. Okay. Warte, wir machen mal unsere eigene Aufstellung. Okay, der kommt mal mit Lewandowski ins Zentrum. Also die haben da ihre eigenen, also zwei Stürmer auf jeden Fall, MS. So, du kommst ein bisschen weiter nach da dafür, ja, nicht so weit. Okay, dahin, Stürmer bitte, na, ein bisschen weiter nach vorne. Hier, Stürmer, okay, ja, du bleibst da, okay. Boateng, Alaba, der darüber, Lahm ins ZDM, Vidal wird auf jeden Fall das erste Spiel spielen. Alonso, okay, anstelle Alonso mal, Alonso dafür raus. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, warum, aber ich bin nicht so, also er ist nicht schlecht in dem Spiel, aber ist jetzt nicht so, dass er, wow, unbedingt.
Javi Martinez will ich dafür haben. Boateng. Benatia hat sich sau verschlechtert, oder? Ne, sau nun auch wieder nicht. Ich glaube nicht mal um eine einzige Bewertung. Ich habe Benatia immer früher gern auf den Außen spielen lassen. Okay, Ribéry dafür dann anstelle Robben, würde ich mal sagen. Als erstes Spiel. Na. Alter, 3 Stunden später. Hoch, ja, da ist schön, da ist gut. Ein bisschen weiter. Na, da. Naja, so. Naja, nicht LF. Nein, 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 nein. Ich will ein LM. Dann eben LF, Alter. Nee, mach mal tiefer. Mach mal tiefer, 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 tiefer. LM, ja. Dann Douglas Costa runter. Auf seine Höhe ungefähr. RM, ja. Dann haben wir hier Vidal. Der kommt weiter in die Mitte. Oder nee, den stellen wir vor. Vor Lahm. Und zwar so. Ja, nein, noch einmal. Ja, da ist gut. ZM, bitte Lewandowski weiter nach da so ein bisschen, dass sie sich so verteilen. Da ist gut. Stürmer, das ist eigentlich sogar schon fast unsere Aufstellung, oder? Also schlecht finde ich die nicht. Dann nehmen wir halt noch anstelle Rafinha. Einmal mit Ulreich ist okay. Na, Bernat will ich schon eher mitnehmen. Also gib mir mal. Oh, die sind alle nicht schlecht. Oh, kacke, 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 kacke. Nein, nicht Rafinha. Rafinha ist nicht so gut. Dante nehme ich auf keinen Fall mit. Ey, der muss bei Wolfsburg sein, Alter. Verkauf den an Wolfsburg, bitte. Wir haben so viele ZM. Müller, Thiago. Müller vor allem. Götze, Thiago meine ich. Naja, komm. Na, okay, so ist jetzt unsere Aufstellung erstmal. Zufrieden bin ich. Hoffe ihr auch, ja. Okay, gegen wen geht denn das erste Spiel heute? Wir werden jetzt erstmal nicht so viel. Wir werden jetzt erstmal das erste Spiel spielen, dann gucken, ob. Also dann erstmal gucken, was ihr, wen ihr denn haben wollt. Erste Scouts sind da, okay, Transferangebot. Jetzt direkt schon für. Komm schon, Dante. Nicht David Alaba. David Alaba nicht. Sorry, Leute. Angebot absenden. Scoutbericht. Neuigkeiten, Galatasaray, Markus Schäfer. Mann, das ist mir eigentlich so scheißegal, ne? National abgestellte Stammspieler. Arturo Vidal, Chile, das ist ja schön. Patrick Weihrauch, kann ich Sie was fragen? Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren. Nein, okay. okay, wir spielen jetzt das erste Spiel mal. Ja, okay. Problem selbst beheben. Was gibt's denn für ein Problem? Arturo Vidal ist das Problem. Freunde, weißt du was, dann ist halt heute mal Götze dran und dann kann auch Herr Banat mit, oder was ich mal, ich rotiere nochmal um, dafür kommt dann Robben, ja, so finde ich es gut, so ist gut, okay, ja, okay. Dann lassen wir halt mal, gucken wir mal, wie Douglas Costa im Mittelfeld spielt. Kann man ja auch mal machen. Also Mittelfeldspieler ja so oder so, aber nicht auf den Flügeln. Spielen. So, Seite auswählen. Erstmal rübsen. Sieht scheiße aus, das geht noch. Das habe ich noch nicht. Ja, behalten. Okay, dann spielen die in weiß. Wow. Gut, dann sehen wir uns im Spiel. Ich stelle noch mal schnell alles ein und dann, ja, sehen wir uns gleich. Und Wolfuß und Frank Buschmann sind live für Sie vor Ort. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch von mir. Hier kann es keiner erwarten, dass es endlich losgeht. In wenigen Augenblicken ist es soweit.
Ja, wir können es auch nicht erwarten, reinzustarten. Die erste Folge spielen wir mal mit Kommentatoren. Ich weiß nicht, warum ich die nicht ausgestellt habe, aber wir starten rein in unseren Pokal. Warte, ich mach sie kurz mal leiser. Nicht aufgeben, das wäre jetzt schlecht gewesen. Spieleinstellung nämlich. Warte, ich guck nochmal nach. Irgendwo. Hä? Kommentar, also doch, den habe ich schon. Aber ich mach den mal auf 5. Ja, auf 5. Irgendwo, warum kann man kein Handspiel mehr einstellen? Irgendwo in der Demo zumindest. Naja, auf jeden Fall, wir starten rein. Wir können es auch schon kaum erwarten. Leider spielen wir nicht das erste Spiel heimwärts. Durch den Pokal, der ja in Argentinien stattfindet, spielen wir nicht heimwärts. Nein, das hätte unsere erste Chance sein können mit Lewandowski, aber leider nicht. Also leider haben wir sie nicht gut genutzt. Wie der gerade gerutscht ist ins Aus, was ja völlig nice. Okay, und nein, Robben, oh, kacke, angenommen. Ja, aber schön wiedergeholt, na, fast. Ah, kacke, kacke. Ich dachte, den kriegt er noch. Okay, komm schon. Gib ihn her, ah, Müller, zu langsam. Ja, Kopfball, ah, schön. Nice, 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 okay. Douglas Costa, das erste Mal heute am Ball, der Neuzugang, der, ich finde sogar der beste Neuzugang. Ich glaube, mehr haben sie sogar gar nicht gemacht. Ich glaube, gerade reden sie drüber, ich kann das schlecht verstehen, dadurch, dass ich die erstens leiser und den Fernseher leiser, damit das nicht so, wie so ein Echo dann im Video sich anhört. Alter, rotzt der uns um, Alter. Hey, komm, ey, was willst du? Ha, erste Gelbe, nice. Und die geht nicht für uns. Oder ist nicht für uns. Okay, Kopfball. Nein. Ja, schön abziehen. Nein, Alter, was war das denn? Hä, wie kann der Ball denn plötzlich hinter mir landen? Hä, wir haben schon wieder einen Foul begangen, ohne dass ich es gesehen habe. Es fängt ja schon mal wieder gut an. Nein, ich habe nur gesehen, dass der Spieler am Boden lag, aber weswegen, weiß ich jetzt nicht. Das gibt's nicht! Alter, direkt! Alter, Neuer, was ist los? Mann, scheiße. Hätte vielleicht doch nochmal ändern sollen auf Profi. Na, kacke, ich muss lernen abzugeben, ich muss lernen abzugeben. Aber lass die gleich die erste Chance so eiskalt nutzen. Alter, Alaba ist voll langsam das eben gewesen. Urplötzlich hat er so einen Sprint hingelegt. Ja, nee, ist klar, Alter. Alter, ich krieg ja noch nicht mal schnell genug den Ball, um den wieder abzugeben. Das gibt's nicht. Mann, Alter. Ja, schön. Zeig. Ja, Lewandowski, Lewandowski. Alter, das kann doch nicht sein, dass Lewandowski so langsam ist. Aber es war schon eine 4 vor 15. Das gibt's nicht. Nicht noch eins. Das wird jetzt schlecht ausgehen. Alter. Hä? Warum jetzt? Okay, so, Manuel Neuer, okay. Zu Boateng, Boateng zu... jetzt Alaba? Alaba zu... wem erstmal? Alter! Ja, und das ist nichts! Der liegt da verletzt am Boden, aber das interessiert hier... Nein, oder? Auch Freunde, fängt ja schon mal wieder nice an. Von der Schiri sieht's auch noch so, ja? Oh, zum Glück haben wir Bernat mitgenommen. Och nee, ach Leute. Kann doch nicht sein, dass gleich am Anfang der... Nein, oh. Ich hab Dreieck gedrückt, warum macht ihr so eine Scheiße? Was kann ich denn dafür, ey? Mann. Ja, schön, runter, ja.
Alter. Das war ein Foul. Das ist klar. Und er lässt sich fallen. Okay. Ja. Ja. Ja, nice. 1-1. Arjen Robben. Wir hätten eigentlich gleich mal das Kamerading ausprobieren sollen. Aber ich hab den voll gegen den Pfosten geschossen irgendwie, wa? Nee, er hat den nochmal gegen den Pfosten gelenkt. Naja, aber zum Glück ging der rein, ey. Okay, 1-1. 15 Minuten später. Kommt die Antwort der Bayern. Ach. Die Bayern haben es gemacht. Nein, ah, kacke. Nein, ah, huha, huha. Okay. Hoch, ja, zu Müller. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Zu Lewandowski, Lewandowski setzt sich nicht durch. Nein. Ein guter Doppelpass. Ach scheiße, Mann. Man kann sich gar nicht so viel auf Kommentieren konzentrieren. Ah, oh, das hat sich gereimt. Dadurch, dass man voll aufpassen muss, dass kein Tor passiert. So was meine ich. Aber jetzt die Kontermöglichkeit, die Kontermöglichkeit. Alter, Lewandowski, ich konnte ihn nicht steuern erst. Mann. Komm schon. Oh, hol ihn dir doch. Ja, schön. Schöne Grätsche. Och, kacke. Schlechter Pass. Philipp Lahm. Sieht gut aus, der Pass kommt. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Nein! Das gibt's doch gar nicht! Da kann der Torwart überhaupt nichts machen! Das kann doch nicht! Alter! Das gibt's doch nicht! Warum? Wie kann das sein, Alter? Ist klar, der kommt direkt ran! Jetzt Müller! Oh Gott, setz dich doch mal durch! Echt bist du ja auch nicht so. So, ich komme eh nicht mehr an den Ball, ich laufe jetzt zurück. Nee, der holt sich den Ball wieder. Ach man, Freunde. Wie die da hinterher tapern. So, wir haben Halbzeit, steht 2-1 für den Gegner oder 1-2 aus unserer Sicht. Ja. Och, Menno. Naja. Kann doch nicht sein. Gleich das erste Spiel wieder. Ja, da voll. Naja, wir starten dann mal gleich. Wir gucken auf Ballbesitz und alles so. Ja, Spielinfo. Also Tore ist natürlich besser. Schüsse haben die vier, wir nur ein. Also ein, oh, ist schon nicht schlecht. Ne? Schüsse aufs Tor eins. Ballbesitz haben die auch viel mehr. Also zwei Kämpfe, ja, fast gleich. Fouls haben die zwei. Gelbe Karten haben die eine. Abseits auch einmal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Verletzungen hatten wir eine. Schussgenauigkeiten hatten wir 100% und Passgenauigkeit, naja, ein bisschen weniger. Naja, wir starten dann mal gleich Second Half und wir hoffen, dass wir den Ausgleich und den Sieg davon tragen, ne? Also eigentlich ist das so das Ziel jetzt in der zweiten Halbzeit. Ach Freunde, so kann das schon gar nicht mehr beginnen, ey. Kann doch nicht sein, da steht keiner, der auf den achtet. Warum? Julio Buffarini.
Boah, das hilft auch nicht viel. Außer wenn man jetzt abkontert. Ah, Mann. Abkontert vor allem, abwehrt. Also sich davor stellt. Ja, schön. Ja, Douglas zu Lewandowski. Na, Alter! Ja! Der schubst mich da schon wieder so weg. Petr Cech ist zu Arsenal gewechselt und verlässt Chelsea. Na komm, hoch, Alter. Ich wollte gerade sagen, ey. Nur jetzt aber mal eine perfekte Flanke, Benatia. Nein, ah, schlecht war sie nicht, aber perfekt nun auch wieder nicht. Das gibt's nicht, wie schlecht, einfach nur so ein Laschding, so ein Lasches. Ja, nein, schlecht. Nein, Alter, warum? Alter, lahm, beweg dich doch auch mal so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Alter. Ja, hin und her, aber lauf nicht nach vorne, ey. Sowas hasse ich. Nur weil sie nicht die Lücke finden. Jetzt haben sie eine. Aber die nutzen sie auch wieder nicht. Ja, jetzt nutzen sie so. Schöne Flanke. Ja, mal kommt Neuer an den unnötigsten Situationen raus und mal, wo er rauskommen soll, kommt er nicht von alleine raus. Das ist so. Muss nicht. Jetzt Lewandowski vielleicht mal. Mit einem schönen Konter. Ist klar, der überrennt mich einfach. Alter. Den kannst du im Grunde immer anspielen. Insbesondere mit dem Rücken zum Tor. Er kann den Ball einfach stark behaupten. Leck mich doch. Ja, und Lewandowski wieder nur irgendwo. Galinski spielt den Ball direkt zurück. Meine Fresse, ey. Der steht da einfach wie so eine Mauer und läuft nur hin und her. Mehr passiert ja gar nicht mehr bei denen. Ja. Ist klar, jetzt auf Zeit spielen und das funktioniert auch noch. Alter. Robben! Als ob Robben einen echten Ball verlieren würde. Von dann auch noch so weit vorne. Klar, ich habe wieder als jetzt berührt. Wie auch immer. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Tolle Flanke. Nur, ey, hätte es jetzt einen Elfmeter gegeben, Alter, ne? FIFA 16 wäre gleich schon wieder für mich gestorben. Ja, ja, der eine zieht mich zurück und der andere holt sich den Ball oder was? Und den Schiri interessiert das gar nicht. Ta. Kickernote 6. Boah. Ja, jetzt haben sie wieder die Lücke. Die ihnen aber wieder nicht viel hilft. Oder auch doch. Ey. Mann, dieser scheiß Homebildschirm beenden, Alter. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig, jetzt der Wechsel. Ja, schön. So, jetzt aber. Ja, als ob. Das kannst du bei mir nicht erzählen. Was so eine Scheiße, Alter. Das war keine Hand, wa? Nee. Mann, Ecke wenigstens. Man sieht hier ganz deutlich die neue Taktik. Mann, gib mir irgendeinen anderen, der gut in die Ecke bringen kann. Ah, der war zu lang, glaube ich. Ja, ist klar. Der sieht nichts, aber hält den da noch, oder was? Lewandowski gibt die Flanke. Ah, hat nicht funktioniert. Ah, nein, ja. Schön. Jetzt Bernat. Ecke aber.
Eigentlich auf Freistoß, aber egal. Was? Hä? Wie? Ist klar! Wie soll das denn gehen? Das kann doch gar nicht funktionieren, dass es Abstoß gibt. Jetzt mal ernsthaft. Der Ball soll zu Lewandowski gehen. Ja. Und schön das Bein weggerissen beim Springen. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist Alter. Eng. Es ist noch alles Mann, geh doch mal drauf. Wo hab ich denn jetzt wieder einen Foul begangen? Bitte, sag's mir. Fick dich, Alter. Mann, ey. Jetzt macht der wieder das Gleiche, ist aber so dumm und spielt den ins Aus. Mann, jetzt aber mal nach vorne. Klar, und Müller geht wieder. Als ob Müller nie ins Kopfball gehen, ins Kopfball-Zweikampf gehen würde. Nie. Nicht ein einziges Mal in dem Spiel hier. Klar, wer hat. Ja, ich habe wieder das Foul begangen. Klar. Ey. Alle Latten am Zaun. Mann, und schon wieder hohem Bildschirm. Das ist was für SG und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir. Mann, ey. Jetzt geh doch mal drauf. Wo legst du dir den denn so weit vor? Ich hab doch nie irgendwie... Ich hab keine Taste gedrückt, Alter. Kotzt mich schon wieder an das Spiel. Scheißdreck ist Fußball, Alter. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ganz wichtiger Mann bei diesem Tor. Boah, Alter. Warum? Boah, Endresultat 2-1 für den Gegner. Es ist halt so ein Problem, ne? Wenn ich auf Profi stelle, dann gewinne ich 3-0. Wenn ich auf Weltklasse spiele, verliere ich. Es gibt halt nichts dazwischen. Bedanke ich mich fürs Zuschauen und tschüss fürs Morgen zur Karriere, ne? Okay.